ist irgendwer. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Dafür röhrende Motoren. Soldaten. Wir kommen in der Nacht. Bin ich. See. Ah, der feindlichen Küste 1946. Wie komme ich hierher? Aufwachen, Bleskovic. Doch. Sie übernehmen. Ich muss was wissen. Dank. Wo bin ich denn hier reingeraten? Leitung zumachen. Ich bin unterwegs. Huch. Wo? Hätten wir gleich sagen können. Ich beeil mich. Huch. Ja. Alles erledigt. Au, 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 au. Große Klasse, Captain. Aber wir verlieren an Höhe. Wir müssen leichter werden, sonst kracht. Gehen Sie zum Frachter. Tür auf. Werfen Sie alles raus, was drin ist. Ich geh nicht zurück. Wirf die Ladung ab. Ladung abwerfen. Ladung, Ladung, Ladung. Alles. Oh. Verdammte Scheiße! Nenn mich nicht Scheißkerl! Hamme! Ja! Mann, hab ich mich erschrocken! Nein! Mensch. Was zum Teufel? Feindliche Jäger! Ans Geschütz, Bleskovic, los, los! Saugradschüsse! Achten Sie auf unsere Leute! Das waren die Haunebu, die Flugscheiben der Deutschen. Die Geheimwaffen. Was, welche Luke? Die, okay. Sind viel zu schnell. Na, vielleicht doch nicht. Bleskovic 4, Deutsche 0. Huch, Entschuldigung. Nummer 5. Huch, Entschuldigung. Sechs. Super schnell. Ich glaube 7, 8. 9. Nee, und nicht. Wo denn? Wo? 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 Da ist er! Der Tod klopft wieder an. Er ruft mich. Hallo! Nicht heute, mein Freund. Und nicht morgen. Ich muss einen Krieg gewinnen. Oh, hör doch mal auf damit! Oh. Genau. Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger. Ich bin Glückspilz, ja. Vulture 1, bitte kommen, Vulture 1. Erste Hilfe, Koffer, Blasco. Nimm sie. Was machst du jetzt, du verrückter Kerl? Kondor 9, hier Vulture 1, Sie sind zu nah. Abschluss. Negativ, Vulture 1. Haben hier ein ernstes Problem mit
der Steuerung. Ich muss die Formation verlassen. Machen Sie Platz, Fergus. Du bist zu nah. Radar? Der, ja. Der, ja. Der? Ja, der. Okay. Was machst du? Zieh die Kiste hoch! Zieh die Kiste hoch! Zieh die Kiste hoch! Ich gehe in Deckung! Mami! Gott sei Dank. Okay, Private Wyatt. Sie müssen noch was für mich erledigen. Hast du mir eine scheiß Angst eingejagt? Schicken Sie jemanden zur Seitentür. Sie bekommen gleich Besuch. Leskovic, machen Sie die Cockpit-Tür auf. Sie müssen sie aufhalten. Dann tun Sie, was ich sage. Rückt! Mann. Aussichten. Irre, alter Bastard! Mach ich auf gar keinen Fall nach! Laufe vorwärts und drücke A. Habe ich hier noch Alternativen? Ich komme! Geronimo! Halt mich fest! Zieh auch! Zieh! Puh. Danke, ihr Drecksäcke. Sir. Wie steht's, Cap? Alles oder nichts. Wie immer. Hurra, Sir. Wie du meinst. Stand. Guten Tag. Salam. Servus. Ich nehme das mal mit. Ganz ruhig, Junge. Wer stöhnt denn hier so? Gut, alles gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gott sei Dank sind Sie hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ruhig, Mann. Krieg dich mal wieder ein. Okay, steh auf, du! Und noch eine von mir! Danke, Sir! Schön! Danke, geht's gut! Verdammt! Wenn wir Totenkopf jetzt nicht aufhalten, Fergus, ist es vorbei! Wir werden den Krieg verlieren! Ei Gott, ich höre Sie! Ich muss jetzt Schluss machen! Vor uns liegt seine Basis! Wo ist Engel? Ich sehe sie! Ich seh sie. Weg ausfahren. Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wende sorgen. Ah, geh weg. Ab. Per Funk. Fergus, wie ist Ihr Status? Leskovic! Bei uns hier ist die Kacke am Dampfen. Wir sitzen hier im Flieger fest.
fährt und irgend so ein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich hab das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Blasco, sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wyatt, leuchten Sie! Blasco, sehen Sie das Licht? Wyatt, das Licht aus! Yes, Sir! Ich kann Sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Kleinere Waffen können denen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Bin unterwegs. Um Kisten zu aufzubrechen. Aus! Mach Sitz! Platz! 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 Sitz, habe ich gesagt! Du? Ach, Scheiße! Lass mich in Ruhe! Scheiße! Ich konnte nicht wissen, dass der hier reinkommt. Okay, werde ich mir merken. Du kannst schneller schwimmen, indem du den Sprintknopf drückst. Was hältst du so lange? Eins von Totenkopfsbiestern hätte den Mann schon längst töten sollen. Genau. Uah. Kalt. Folg einfach mal den Lichtern. Oder dem Licht. Gleich da. Gar keinen Sauerstoff, man zeige hier. Sieh mal einer an. Komm her, Honey, ich hab ein Leckerli für dich. Hier drüben bin ich. Hab ein Leckerli für dich. Ja. Ah, wie schmeckt dir das? Kann auch nicht wahr sein. Ah, ich sollte vielleicht nicht so viel rumarschen hier. Einmal schon tot gegangen, ey, das. Oh Mann, oh Mann. Komm her, Hundi, ich hab ein Leckerli für dich. Einfach ein Leckerli. Oh Mann. Aus. Okay, Blasco. Wollen Sie hören, wie wir diesen Traumstrand vielleicht lebend überqueren können? Erzähl. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah, legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute. Bereit machen für Deckungsfeuer. Neue Waffe, Maschinenpistole. Na, dann wollen wir mal. Entschuldigung, war mit Absicht. Achtung, Granaten. Unter
Halt der LB gedrückt. Geht gleich los. Wie, LB? Und jetzt? Achso. Achso. Das wird bestimmt gleich wehtun. Hat doch ein bisschen mehr wehgetan. Nichts hast du. Neue Waffe, Sturmgewehr. Na, wo wollt ihr denn hin? Oh, was war das? Aber es ist nicht besonders clever, sich da hinter Deckung zu suchen. Oh. Wieder reingehen. Hier, bitteschön. Ich glaube, den habe ich im Sack geschossen. Grenze ist sicher. B gedrückt hat, die Waffen auf. Ah ja, okay. Ich denke mal, das nützt nichts. Oh. Ah, das und das und das und das! Meine Güte! Tut mir ein bisschen leid. So, haben wir hier noch was? Rüstung ist immer gut. Ja, ja, bitte. Ja, ja. Sei vorsichtig, ranhalten. Überall Granaten. Das ist eine ganz neue Dimension des Krieges. Aus
steige ran und drücke. Guten Tag. Du hast einen Vortrag freigeschaltet. Hallo. Was? Ah, was? Wer? Wie? Mach ich, wenn ich welche sehe. Ne, zack. Tag. Irgendwas zum Messer werfen. Zum Landkumpel. Ein Helm. Bomben. Huh. Funktioniert das ja auch? Lieber noch ein Stück zurück. Oh. Ich glaube, die sind explodiert. Ja, ich schaue mich hier noch kurz ein bisschen um. Was ist denn hier lang? Alle Fälle würde ich den Kommandanten ganz gerne erwischen. Das wird wohl nichts werden, wa? Leise, leise, stirb leise! Naja, gut. Was haben wir hier noch? Das ist eine Bombe. Ich nehme einen für das Tor. Und ich auch gleich mit. Aber jetzt geht das ja noch. Ah, prima. Ein Gewehr eines Mannes erkennt man sein. Na, denk mal drüber nach. Von den anderen Weg. Ach, egal. Ey! Ja, geil! Oh.